Liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, es ist eine große Ehre, heute hier nach Irmgard Schwetzer, Cornelia Schmalz-Jakobsen und Conny Pieper als Generalsekretärin vorgeschlagen zu werden. Und ich danke Christian Lindner für seinen Vorschlag und damit auch für sein Vertrauen. Ich bin häufig gefragt worden, warum ich denn heute hier als Generalsekretärin kandidiere. Aber liebe Freunde, ich kann diese Frage zurückgeben. Was treibt uns gemeinsam an, heute hier nach so einer Wahlniederlage auf eigene Kosten nach Berlin zu kommen, aus Nürnberg, aus Rostock, aus Freiburg, aus Leipzig, Flensburg, quer durch die Republik? Was treibt uns an, nachdem wir viele hämische Bemerkungen über uns haben ergehen lassen müssen, von Nachbarn, von Kollegen, ja auch aus dem Journalistenkreis? Ich glaube, jeder von uns hat eine Antwort auf diese Frage. Jeder von uns hat ein Erlebnis, eine persönliche Erfahrung gemacht, ein bestimmtes Thema, auf das nur die FDP die richtige Antwort gegeben hat, auf das nur die FDP unser Lebensgefühl ausdrückt. Ich bin in der FDP, weil ich in einem Land leben möchte, wo die Menschen ihr Leben selbst gestalten können und vor allem, wo sie diese Freiheit dazu nutzen, Verantwortung für sich, für ihren Nächsten, für ihre Um- und für ihre Nachwelt zu übernehmen. Und ich bin der festen Überzeugung, liebe Freunde, dass wir die Partei sind, die am nächsten an den Menschen ist. Weil wir die Einzigen sind, die dem Menschen etwas zutrauen, die ihm vertrauen. Weil wir diejenigen sind, die ihm zutrauen, diese Zukunft in unserem Land zu gestalten und nicht zunächst nach staatlichen Lösungen zu schreien. Und genau deswegen, liebe Freunde, wird es in der Zeit der Großen Koalition unsere Hauptaufgabe sein, in unserem Land, in dem durch fleißige Menschen großer Wohlstand erarbeitet wird, in dem Freiheit an vielen Stellen selbstverständlich zu sein scheint, aber tagtäglich auf leisen Sohlen verloren geht, dieses Land zu verteidigen. Gegen Staatswirtschaft, gegen Angriffe auf Bürgerrechte und vor einer Politik, die Lebensentwürfe in staatliche Schablonen von Betreuungsgeld, Bürgerversicherung und Einheitsschule pressen will, meine Damen und Herren. Dieses Land gilt es zu verteidigen. Vielleicht lächelnd und charmant, aber liebe Parteifreunde, wenn es sein muss, auch mit dem Messer zwischen den Zähnen, denn es kommt darauf an, wie die Zukunft in unserem Land aussieht. Ich bin in Wiesbaden geboren, in Berlin getauft, in Frankfurt aufgewachsen, genauer gesagt in Eschersheim in einem Hochhaus ohne goldenen Löffel. Ich habe diese goldenen Löffel auch nicht gebraucht. Ich hatte Eltern, die haben mir vorgelebt, wie man mit Bildung und Anstrengung etwas aus sich, wie man etwas aus seinem Leben machen kann. Dass man es eben versuchen muss, dass man die Ärmel hochkrempelt und dass, wenn man scheitert, es eben erneut versuchen muss, und zwar ein ganzes Leben lang. Und dass das Schöne in unserer Gesellschaft ist, dass man jederzeit wieder eine Chance bekommt, nach vorne zu kommen. Nach meiner Banklehre habe ich Jura studiert und danach in einer kleinen mittelständischen Kanzlei gearbeitet. Liebe Freunde, ich habe nicht vergessen, dass man hier zunächst einmal das Geld für Mitarbeiter und Betriebskosten erarbeiten muss, jeden Monat neu. Die Freiberufler in unserem Land, die Handwerker, die Mittelständler wissen hiervon ein Lied zu singen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft wieder darauf hinweisen, dass das das Rückgrat unseres Wohlstands ist und dass wir dies auch wieder hochhalten und dass wir diese Leute wieder entlasten müssen.
Und deswegen, liebe Freunde, werde ich persönlich, und ich glaube, es geht vielen von Ihnen so, sehr fuchsig, wenn man uns unterstellt, dass wir eine Partei für irgendeine Klientelgruppe oder irgendeinen Wirtschaftszweig wären. Das trifft auf Sie nicht zu, das trifft auf mich nicht zu und das trifft auf unsere Partei nicht zu. Und ich kann Ihnen versprechen, wir werden uns diesen Vorwurf, dieses Image, was uns andere anheften wollen, nicht länger gefallen lassen. Jeder von uns steht mitten im Leben. Wir sind die einzige Stimme in Deutschland, die ganz klar daran erinnert, dass der Euro erst verdient werden muss, bevor er ausgegeben werden kann. Und meine Damen und Herren, dass er auch nur einmal ausgegeben werden kann. Wir müssen uns einmischen in die gesellschaftlichen Debatten. Und die lebendige Politik lebt von den Themen des Alltags. Draußen sind Menschen, die sich fragen, was ihr Erarbeitetes im Alter noch wert ist. Menschen, die sich Sorgen machen, dass die Energiekosten zur zweiten Miete werden. Und mit Verlaub, ich habe zwei 14-jährige Buben. Ich war jahrelang alleinerziehend und trotzdem berufstätig. Ich weiß, dass man mehr die Sorge hat, wie man beiden Ansprüchen gerecht wird, seinen Kindern und dem Job. Und dass es nicht das Erste ist, einen Aufsichtsratsposten zu erklimmen, so wie die Große Koalition uns Frauen momentan weiszumachen versucht. Und genau deswegen müssen wir diejenigen vertreten, die sich nicht in staatliche Schablonen pressen lassen wollen. Müssen wir gegen die Große Koalition aufbegehren, die in einer Mischung von wirtschaftlichem Stillstand und finanzpolitischen Wünsch dir was Politik machen will. Wir werden die beharrliche Stimme der Generation sein, die diese Milliardenhypothek bezahlen soll. Denn wenn wir es nicht tun, dann tut es keiner in diesem Land und es ist nötig, dass einer für diese Generation aufsteht. Aber liebe Parteifreunde, ich will Ihnen nichts vormachen. Dies wird kein einfacher Weg sein. Wir haben erlebt, wie in den letzten Jahren im Schatten der Staatsschuldenkrise das Pendel von Marktwirtschaft und Globalisierung immer mehr ausgeschlagen ist zu mehr Staat, zu mehr Regulierung und weniger Freiheit. Sicherlich in einigen Punkten war der Größenwahn Einzelner und Profitgier der Weg, der hierfür bereitet wurde. Aber, liebe Parteifreunde, wir dürfen jetzt nicht von einem Extrem in das andere verfallen. Und die Große Koalition zeigt mit ihren Regulierungswünschen, dass genau dies hier vorbereitet wird. Es ist die FDP, die hier Maß und Mitte zu verteidigen hat. Und genau dafür müssen wir uns in unserem Land weiter einsetzen. Bei jedem, der so denkt wie wir, hat sich der 22. September tief im Innersten eingebrannt. Und liebe Parteifreunde, ich glaube, es war nicht einmal der Verlust der Regierungsbeteiligung, nicht so sehr selbst der Verlust der Mandate. Ich glaube, dass was wirklich wehtut, ist der Entzug der Zustimmung, ist der Entzug des Vertrauens in der Bevölkerung, ist das, was sich ungerecht anfühlt vor all den Anstrengungen, die wir gemeinsam angestellt haben. Das ist das, was wir heute hier gemeinsam aufgearbeitet haben. Und wenn wir jetzt gemeinsam die Kraft finden, aus unseren Fehlern zu lernen, dann werden wir auch wieder die Kraft haben, die Zukunft für unsere Ideen zurückzuerarbeiten. Dann werden wir selbstbewusst vor dieser Bevölkerung stehen und ihnen ganz konkrete Antworten auf die Herausforderungen, auf die Fragen der Menschen im Alltag anbieten können. Der liberale Gedanke, und davon bin ich zutiefst überzeugt, der liberale Gedanke hat jedem etwas zu bieten. Und das müssen wir wieder deutlich machen. Das Leben selbstständig in die Hand zu nehmen, gemeinsam Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das, liebe Parteifreunde, spricht Menschen aus allen Schichten an. Und genau diese Menschen möchte ich gemeinsam mit Ihnen für uns zurückgewinnen.
uns gemeinsam auf diesen Weg machen. Es wird manchmal ein Weg sein, der von Zweifeln berührt ist. Wir haben viele wichtige Wahlen vor uns auf diesem Weg. Es wird auch Kontroversen geben, aber ich glaube, dass es dieser Partei gut tut, wenn wir zu unserer alten Stärke, wenn wir wieder zu einer Diskussions- und Streitkultur zurückfinden. Wenn es wieder auf Parteitagen um das gemeinsame Ringen, um das Ausdiskutieren der besten Lösung geht, statt um Selbstinszenierung. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir diese Diskussionen hier heute schon mit so viel Anstand und Stil betrieben haben. Aber ich möchte mit Ihnen gemeinsam unsere Mitglieder auch zu mehr tatsächlichem Mitmachen motivieren. In einer Partei, aber ich möchte Sie vor allem auch dahingehend motivieren, mehr Menschen von außerhalb der Partei bei uns zum Mitmachen zu motivieren. Ich möchte mit Ihnen darüber diskutieren, welche neuen Formate wir finden können, um überall, von der Kommune bis auf die Bundesebene, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wie wir auch die Möglichkeiten nutzen, alle unsere Basismitglieder in Entscheidungen, sei es in der Kommune, sei es auf der Landesebene oder hier auch auf Bundesparteitagen, mit einzubeziehen. Ich glaube, wenn wir hier überall darstellen, dass wir entsprechende Lösungsansätze für uns ernsthaft unter Einbeziehung aller Aspekte erarbeitet haben, dann können wir die Menschen in diesem Land zurückgewinnen, jung wie alt, Mann wie Frau, völlig unabhängig von Beruf oder Leidenschaft. Lassen Sie uns für diese liberale Sache Gesicht zeigen. Jedes dieser Gesichter, wenn ich hier durch die Reihen gucke, hat seine Beweggründe und hat seine Leidenschaften. Jeder von Ihnen transportiert Sympathie in sein ganz eigenes Umfeld. Und genau diese Sympathie, liebe Freunde, diese Sympathie ist es, die wir vor Ort im Gespräch mit den Bürgern nutzen müssen. Und genau das ist mein Angebot heute hier an Sie, diesen Prozess zu organisieren, die Ärmel aufzukrempeln, quer durch alle Landesverbände, in einem Miteinander mit Ihnen die Zukunft nicht nur unserer Partei, sondern die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Das, liebe Parteifreunde, ist es, was mich heute hier antreibt, für die Position der Generalsekretärin zu kandidieren. Und hierfür bitte ich um Ihr Vertrauen.